Hi. Willkommen zur nächsten Folge The Quarry. Kapitel 10. Ziegel, Mörtel. Was? What the fuck? Wieso bin ich auf einem beschissenen Baum? Laura! Blut. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Einfach so. Na, jetzt weiß ich's. Zur Hölle bin ich. Ah ja. Wo sind meine Klamotten? Das alles nicht. Okay. Jetzt suche ich Laura. Okay. Das ist schlimmer ist ein Werwolf zu sein. Viel besser dran gewesen im Harbinger-Motel. Das ist wohl wahr. Oh, oh fuck! Na, die hast du umgebracht. Aber ihr Freund ist auch tot. Oh Mann. Ah, ja. Zum Schlechtfühlen ist aber jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist die Priorität woanders. Okay, also wir laufen jetzt als Werwolfsmensch mit Frauenkleidung hier lang. Also war sie hier. Ich laufe immer in die Ecken, in Hoffnung, Karten zu finden.
Hätte ich jetzt echt ans Ufer schwimmen können? Der Tisch, hilf mir! Ich möchte was essen. Kennt ihr die? Windbeutel. Okay. Super lecker, die Tolle. Okay. Gut. Viel schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Klasse. Jetzt hast du es gesagt. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Gebt uns etwas Zeit. Ich verstehe nicht. Sie hassen Wasser, schon vergessen? Klar. Oh, wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Ein Tod durch Hypothermie? Nein. Okay, wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll, okay. Okay. Wir brauchen mehr Überblick. Komm. Also, wir wissen, das Dach und der Schornstein ist einbruchgefährdet. Was ist da für eine Kamerasicht? Sicher ist sicher. Besser. Unser Fenster haben wir sogar mal aufgemacht. Das ist ja noch ganz am Anfang, als die Welt noch gut war und alle noch lebten. Okay, hier habe ich jetzt nichts weiter. Habe ich nichts, okay. Wie flackert es da ein bisschen? Was haben wir hier? Darf man hier rein? Immer noch nicht. Alles klar. Da die Karte haben wir. Und hier in diesen Raum wollte ich letztes Mal nicht rein. Aber jetzt ist die Tür auch zu. Okay. Wer weiß, was für Möglichkeiten sich gegeben hätten, wenn ich da reingegangen wäre. So viele Fragen. Ich weiß, dass ich nach oben muss. Keine Sorge, Leute. Aber hier war doch. An der Bank auch so eine Karte. Die konnte ich aber erstmal nicht sammeln. Von diesem Blickwinkel. Wahrscheinlich ist hier weggespawnt oder so. Aber das war während einer Zwischensequenz. Das war halt so mega unfair. Ah, okay. Ich weiß, dass ich hoch soll.
Ja, wir gehen ja schon. Bin leicht angespannt. Ich will diesmal nichts falsch machen. Ich will keine Leute verlieren. Endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Agers Bruder, schätze ich. Wer? Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Agers Bruder, vielleicht? Klar, klar. Mhm. Bobby. Und katholisch, ja, das wissen wir jetzt auch. Ja, ist schön. Der Dachboden ist einsturzgefährdet. Genauso wie das Termin. Wie lange ist der Typ schon hier? Ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Ölporträt von mir. Besser, ich suche weiter. Also im Angriff vorbereiten habe ich auch vor. Armer Ian. Das Camp-Maskottchen krepierte, bevor es losging. Eigentlich ziemlich passend. Wir haben ein Maskottchen? Nein, hatten. Nicht mitgekriegt? Nein, was? Er starb vor Beginn des Camps. Ah, wie blöd. Ich bin nochmal hier in die Ecke. Keine Karten. Okay. Hier auf dem Dachboden gibt es halt mehrere Wege hin. Wo habe ich das Emblem gesehen? Was ist das? Ein Ring mit Wappen drauf. Ah, wirklich fancy. Zu dir passt er nicht. Sorry. Erinnert mich an Mr. H's dämliche Ansagen. Wow. Vorsicht, du hast da ein Camp-Relikt. Egal, ist eh kaputt. Ah, rest in peace, Megafon. Ja, erstmal alles okay, ruhig. Was ist das? Wildkameraaufnahmen. Als würden sie was suchen. Den weißen Wolf suchen sie. Ja, in Chris' Kontrollraum. Da lagert er die Videos. Du hast vielleicht recht.
Darf ich nicht hin? Okay. Oh. Wahnsinn. Da spiegelt sich gar nichts. Okay, den Teil im Dachboden haben wir nichts. Dann gehen wir jetzt zum anderen Teil des Dachbodens. Ist aber schon ein hartes Schicksal, wenn jetzt alle hier so drauf gehen. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Hier keine Karten. Da. Aber erstmal die Karte gibt es nicht, oder? Dann würde ich sagen. Bereiten uns jetzt auf den Angriff vor. In der Hoffnung, dass wir beide überleben. Oh, ich stelle mir gerade vor, wie die Welt anders wäre, wenn jetzt jemand gestorben wäre. Bei dieser Schrottplatz. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hecate. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Showtime, Motherfucker. Oh Mann. Showtime, Motherfucker. Damit fängt's an. Ich muss schießen, bestimmt. Komm schon, Abby. Reiß dich zusammen. Bald ist morgen. Was war das? Ach so. Kollege. Drück einfach ab. Survive. Los.
Zeitlin! Oh mein Gott! Ich muss ihr helfen! Ich muss ihr helfen! Das ist einsturzgefährdet, das weiß ich. Aber mir geht's um das Monster. Das ist abstürzt, nicht wir. Oh, hoffentlich mache ich das schlau. Hoffentlich war das schlau. Ich weiß, du bist einsturzgefährdet. Aber genau deshalb mache ich das ja. Ich habe das gelesen. Ich habe aufnahmsweise mal gelesen. On the paper. Noch wieder Termin. Schnell jetzt. Mann. Das ist richtig spannend jetzt. Bitte überlebt einfach. Ich will nicht, dass ihr stirbt. Mach ein Geräusch mit weg. Rennt. Die sind dead weggekommen. Sie hat die Silberpatrone, wir müssen sie helfen. Wir können da viel töten. Silberkugeln! Hey, ich bin hier! Wir haben einen Schuss. Er muss sitzen. Wenn er nicht sitzt, sind wir tot. Fun! Hau ein paar Mal drauf, morgen. Du hast ihn? Ja. Ja, ich hab ihn. Keiner ist gestorben. Ich hab gut nachgedacht. Oh Gott, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Wir haben im Haus keinen verloren.
Was genau ist vor 6 Jahren passiert? Da waren Feuer und viele Menschen sind gestorben und jetzt gibt's Werwölfe und einen Geist, der im Wald nach seinem verlorenen Baby sucht. Warte, das... Mir wird klar, das ist Silas. Oh shit! Ist eine lange Geschichte. Nein, gar nicht. Da war ein Feuer. Silas, das Wolfskind, entkam. Bist ein Teil ihrer Familie. Sie waren machtlos. Peng. Die Vergangenheit tut nichts mehr zur Sache. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem verwilderten Jungen, der zum Werwolf wurde und die letzten 6 Jahre nicht zu fassen war. Wir haben alles versucht. Jeden Vollmond haben wir ihn gesucht. Jedes Mal. Jetzt ist dieser Hurensohn endlich hier. Hurensohn. Das ist meine Chance, die Sache endgültig zu beenden. Woher wollen Sie wissen, wo er ist? Wie sollen wir ihn finden, wenn wir einfach mitten auf der Straße fahren? Er kann nicht sehr weit sein. Sehen wir uns um. Sind Sie irre? Sind wir schon da? Du bist okay. War schon besser, aber... Ja. Hier drüben. Hier ist Blut. Führt da lang. Was zur Hölle war hier los? Wow. Hier sind wir vor 2 Monaten von der Straße. Jetzt überlegst du, ob du mir das Hirn wegschießt. Okay. Nur zu, ich wehr mich nicht. Was? Wir maskieren uns sonst mit Wolfsblut, aber meins ist alle. Ist riskant. Wir könnten sterben. Seid ihr bereit? Bringen wir es hinter uns. Los, Team. Los, Polizei, Mann! Lass ein Team sein. Mann. Verdammt, hier schwingen echt uncoole Vibes. Im Podcast klang das anders. Ihr habt keine Ahnung. Hier habe ich sie gesehen.
Sie? Ich dachte, Max hat sie angefahren, aber dann kam ich hier raus und sie war was anderes. Wer? Die Frau, Mann, die alte Frau. Sie hat irgendetwas immer wieder gebrabbelt. Oh mein Gott, sie sagte Silas. Das ist unmöglich. Von wem redest du? Hab sie auch gesehen. In den Rumtunneln. Eliza Warras. Silas Mutter. Oder so. Wer war sie? Sie war Chefin des Wanderzirkus Harum Scarum. Kam vor 6 Jahren her. Hielt ihren Sohn in einem Käfig. Nannte ihn Silas, das Wolfskind. Starb im Feuer. Soll ja noch rumspucken. Die Hexe von Hackett's Quarry. Und seitdem suchen wir diesen Silas. Wie kam es zum Feuer? Im Ernst? Jetzt noch Geheimnisse? Du hast meiner lieben Nichte Kelly Hackett, dieser guten Seele, den halben Kopf weggeblasen. Sie wollte nur dem kleinen Jungen helfen. Eingesperrt von dieser Freakshow-Hexe. Was tat sie denn? Sie hat ihm helfen wollen. Travis. Sie bat Caleb, was anzuzünden. Nur als Ablenkung. Heuballen. Damit sie Zeit hätten, Silas aus seinem Käfig zu befreien. So ist es nicht passiert. Nein. In Minuten waren alle dort tot. Dieser scheiß Heubrand. Eliza und die Crew. Kaylee schaffte es, Silas zu befreien. Aber Caleb ist gebissen worden. Und deshalb jagen sie ihn. Silas, meine ich. Jeden Vollmond seit 6 Scheißjahren. Sowas nennt sich Jäger. Das sind die Überreste. Ach du Scheiße. Mann. Was zu sehen? Negativ. Mist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nichts davon gewusst. Wenn er gestorben wäre, dann wäre es so viel anders. Wir sind nah dran. Habt ihr das auch gesehen? Auch wenn ich es bedauere. Ja. Was ist das? Silas, das Wolfskind. Hier muss es sein. Vorsicht. Was ist? Was ist los? Schieß, du dumme Kuh!
Schieß! Sind Sie ganz sicher? Schieß! Bitte lass uns einfach gehen, bevor wir ihn als Mensch auch so sehen müssen. Dafür ist es zu spät. Ist richtig. Oh, jetzt kommen die Vorwürfe. Es tut mir leid, du bist richtig toxisch auf mich. Du bist richtig sauer. Ich wette, du denkst, du hast alles durchschaut und hältst dich auch noch für verdammt clever. Oh Mann. Ich wollte helfen. Ich wollte dich warnen. Ich fing sogar an, dich zu mögen. Nicht jetzt. Jetzt ist es aus. Nur deinetwegen machten sie das mit meinem Silas. Ich war heute Nacht bei dir. Und nur weil die Nacht vorüber ist, lasse ich dich nicht in Ruhe. Nein. Wann immer du etwas im Dunkeln hörst, ein Flüstern in den Schatten, eine Berührung im Nacken spürst, das kommt dann von mir. Ich bin da. Du wirst mich nie los. Du wirst mich nie los. Oh, I could hide neath the wings. Leben die jetzt alle wieder? Also, die werden die Welt für Menschen und bleiben Menschen? The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Hey, Benny. For the Erlös. Emma ist gestorben. You once thought of me as a white knight on the steed. Now you know how happy I can be. Okay, wir haben mehr Tote. Sie hätten alle überleben können? Ach du Scheiße. Aber er lebt. Dachte schön. Homecoming queen.
Ich frage mich, ob alle überleben, ob können. Sei das. Okay. Leichenfund bei mysteriösem Mordfall im Sommercamp. Was sagst du dazu, Anton? Mieser Journalismus. Ein ungeklärter Mord ist doch nicht zwingend mysteriös. Ja, das würden wohl die meisten Journalisten sagen. Aber vielleicht vermuten die in North Kill übernatürliche Einflüsse. Genau wie ich. In North Kill gibt's wahrscheinlich auch wenig Konkurrenz. Die werden nicht gerade die besten Schreiberlinge haben. Okay, können wir jetzt den Podcast vorstellen, bevor du ganz dem Zynismus verfällst? Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay. Also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Jetzt höre ich einen Podcast, ja. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar. Man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen. Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört. Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Hast du... Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Ach, tut mir leid, das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein, nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich Wieso? Ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich hab nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Erinnerst du dich an die vermissten Wanderer? Du redest ja ständig davon, also klar. Ich wollte sie dir nochmal in Erinnerung rufen, weil ihre Rucksäcke meinen Quellen zufolge im Sommercamp gefunden wurden. Wow, was, im Ernst? Ja.
Angeblich. Oh, ich beweise. Angeblich? Ja, ja, das ist wieder. Das ist die Grace, die wir alle kennen und lieben. Angeblich. Offenbar. Mutmaßlich. Gibt's auch was Handfestes? Die Rucksäcke könnten jedem gehören. Tja, ich bin ein Mensch mit freiem Willen und ich will glauben, dass diese zwei gefundenen Rucksäcke unseren zwei vermissten Wanderern gehören. Das ist eine Art Podcast. Ich höre ihn weiter. Ich hole nebenbei einen Kaffee. Ich hab dich damit gesehen. Geisterjäger mögen nun mal eine gewisse Ästhetik und ich kann nicht umhin festzustellen, dass diese Rucksäcke totschick sind. Ich sag mal so, man erkennt schon von Weitem, dass du Geisterjägerin bist. Danke. War kein Kompliment. Oh. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hacketts, okay? Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller, die Zahl sieben, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay, und dann lebten sie nur noch von dem Land? Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar, ein riesiges Waldgebiet, jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay, ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Mhm. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar jetzt um Hektar, kommt's. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Musik? Mann, der Podcast sieht eigentlich ganz cool an. Willkommen zurück bei Bizarr oder Banal, Anton. Heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich. Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön, das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung, ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das kriege ich wohl hin. Einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja. Das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lass meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso? Oh Scheiße, eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Dieser scheiß Clan. Was? Gezeichnet Travis Hackett.
Wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Okay. Und dann ist da noch dieses leere Fiolen-Ding. Leer impliziert für mich, dass sie mal voll war. Ja, genau. Spuren von Blut? War da Blut drin? Sieht so aus. Krass. Irgendein Ritual oder so? Höre ich da einen Hauch Überzeugung? Ich stehe auf Rituale, aber es ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay, Anton, ich zeige dir jetzt einen eindeutigen Beweis. Dass du komplett den Verstand verloren hast? In Hackett's Quarry ist etwas Schlimmes passiert. Übernatürlich schlimm. Du erzählst andauernd solchen Mist und es ist immer übertrieben. Man muss eben übertreiben, um etwas zu verkaufen. Nennt sich Kapitalismus. Na klar. Okay, das sind Bilder von einer der Wildkameras in den Hackett-Wäldern. Oh, cool. Eine Kamera im Wald? Wurde ein Eichhörnchen gesichtet? Ey, wer sie auf dem Mountainbike montiert, willst du dir das ganze Video reinziehen. Aber sowas von. Geht es um ein Mountainbike? Nein, aber sieh's dir trotzdem an. Okay. Das ist ein Bär? Das soll ein Bär sein? Das ist nie im Leben ein Bär. Dann eben ein, dünner Bär? Sieh hin. So scharfe Bilder von einer solchen Kreatur habe ich noch nie gesehen. Ich finde sie unscharf. Unscharf und überzeugend. Manchmal liegt die Wahrheit einfach zwischen den Zeilen. Wenn du meinst. Aber so ein Video ist super leicht zu fälschen. Die Technologie ist echt mega krass. Okay, aber warum zur Hölle nehmen die Hackett's überhaupt solche Videos auf? Tja, gute Frage. Schräges Video von einem dünnen Bären? Ich hab keinen Schimmer. Was denn für ein dünner Bär? Schon mal einen dünnen Bären gesehen? Ja, ist die voll traurig. Die sind doch fett. Oh. Ja, Eisbären. Sie finden oft nur schwer, was zu fressen. Nur kein Mitleid, die sind echt böse. Okay, selbst wenn wir die Hackett's kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich geb mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Was hältst du davon? Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Warte, wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Haben wir das Original? Kann ich es in Fleisch und Blut sehen? Nein, nur das Foto. Wer auch immer sich gemeldet hat, war schlau genug, keine Beweise zu stehlen. Praktisch, dass wir es nicht in echt sehen können, oder? Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist. Oh mein Gott. Ich habe doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht, ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft, dich überzeugt, dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht, sieh doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Bist du nicht? Ich meine ja nur, ich finde die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe. Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich gebe dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht bizarr, nicht banal. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein! Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Das war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast.
Ich höre jetzt ernsthaft den Podcast die ganze Zeit an, oder wie, oder was? Yeah. Beep, beep, boop, beep, beep, boop, beep. Das Spiel war übrigens richtig geil. Ich denke, ich spiele das noch ein paar Mal durch und treffe andere Entscheidungen. Mir fällt gerade in meinem Kopf keine Möglichkeit, wie ich alle retten kann. Ich zock gleich am Ende natürlich der Folge ein paar Achievements. Dann, gucken wir mal. Ob es, die Möglichkeit, ob es Achievement gibt, rette alle. Keiner darf sterben. Dann frage ich mich, wow. Bin überzeugt, dass ich, wie gesagt, der erste Tod, das war so, also von unseren Jungs und Mädchen, das war so, wüsste ich nicht, wie ich besser handeln würde. Da ging ich mich auf die Karte reingefallen. Oder ich hab's falsch verstanden. Und bei dem Käfig, da habe ich auf die Nummer nicht geachtet und ich konnte es, ich konnte ja auch nicht zurück, um zu gucken. Und außerdem, gut, wenn er draußen wäre, hätte es wieder sehr viel Geschichte geändert, höchstwahrscheinlich. Genau wie die Dame, die ganz zuerst gestorben ist. Hätte ich geschafft, sie zu retten. Was wäre dann? Dann der Song Wolfboy, Wolfboy. Und weil ich mich auffrage, was wäre, wenn ich den am Ende nicht erschossen hätte, diesen Urwolf Silent. Wie heißt er? Weiß ich irgendwie so. Wenn ich Silent nicht gekillt hätte, ja, Silent hieß er, ja. Dann wären die alle Werwölfe. An sich haben wir ja ein gutes Ende. An sich. Ich muss sagen, das ist ein ziemlich geiles Spiel, so mal auf dem Wochenende bringen kann, oder? Also ich hoffe ganz ehrlich, ihr habt mich bis hier begleitet. Das ist mega.
Und ich hoffe auch, das war eine richtige Entscheidung, das auf dem Hauptchannel zu bringen. Ich gehe wirklich davon aus, dass es einen Unterhaltungswert bietet. Todesrückruf. Du hast Todesrückruf freigeschaltet. Diese Funktion ermöglicht dir, in einem Durchlauf von der Curry dreimal zurückzuspulen, wenn ein spielbarer Charakter stirbt. So kannst du versuchen, die Person zu retten. Nutze deine drei Versuche klug. Okay. Oh. Mit einem Freund zu teilen. Dann haben wir hier die Kapitelauswahl. Also es gibt auf jeden Fall auch noch ein Koop. Das ist mega. Also ich habe mega Bock mal dazu. Filmmodus. Einen eigenen Weg dann durchfinden. Alle überleben, alle sterben, eigenen Weg. Können wir jetzt hier Filme gucken oder wie? Heißt es jetzt der Film Anfang bis Ende? Da gucke ich das ganze Spiel von Anfang an oder wie? Können wir eigentlich ein andermal machen, oder? Zum Hauptmenü, ja. Ich gucke mir die Filme nochmal so an. Das könnt ihr selber gucken, wie auch immer. Aber ich könnte es eigentlich auch mal hochladen, so, ne? Okay, auf jeden Fall, was mir interessiert bei dem Filmmodus. Ups. Wie kann ich dann alles selber machen? Ah, okay.
Interessant. Das ist meine Eigenschaft vom Spiel, dass die, die gestorben sind, gestorben sind. Also anscheinend geht es, dass alle überleben. How? Na egal. Hauen wir rein. War ein schönes Let's Play. Wir sehen uns.